Hallo und herzlich willkommen aus Barcelona vom Mobile World Congress. Wir sind hier bei Samsung und neben mir steht Mario Winter, Channel Marketing Manager. Wir haben für die Messe drei Highlights ausgemacht und dazu soll uns Herr Winter jetzt mal was erzählen. Als erstes unser Highlight ist das Ultra Touch S8300, ein ganz, ganz besonderes Feature, Hybrid, Touch und Keypad. Auf der anderen Seite habe ich natürlich auf einem recht kleinen Raum, sehr dünn, sehr schönes Design, diese Rundungen hier, eine 8-Megapixel-Kamera. Ich habe ein sehr, sehr gutes Display, das AMOLED-Display. Ich kann mir online verschiedene Widgets ziehen, beispielsweise hier das Wetter-Widget, um zu wissen, wie ist das Wetter in der entsprechenden Region, wo ich wahrscheinlich hinreisen werde. Touch-GPS, Micro-SD-Steckplatz natürlich, 8, 16 GB, kein Problem. Wann wird denn das Produkt zu haben sein und was wird es ungefähr kosten? Ja. Das Produkt wird Ende März, Anfang April erhältlich sein und es wird voraussichtlich UVP 549 Euro kosten. Das zweite Gerät, was Sie erwähnt haben, da gehen wir in die Musikrichtung. Es ist was ganz Besonderes, A, dass es auch wieder ein Full-Touch-Telefon ist mit einem AMOLED-Display, das heißt die sehr, sehr gute Auflösung, gerade auch wenn bei Sonneneinstrahlung entsprechend. Das ganz Außergewöhnliche bei dem Gerät ist, ich kann scratchen, deshalb nennt man es auch das Beat-DJ-Gerät. Während das andere das Beat-Disc ist, wo ich nicht scratchen kann, habe ich hier die Möglichkeit zu scratchen und ich würde es Ihnen ganz kurz zeigen. Und nun haben Sie natürlich die Möglichkeit, über die Rekordtaste das entsprechend aufzunehmen und sich das dann als Klingelton entsprechend abzuspeichern. Ich sehe hier Bang & Olufsen auf dem Gerät. Ja, das ist eine Art Amplifier, der natürlich nochmal die Lautstärke, den Klang unterstützt. Und wie Sie hören können, klingt es schon sehr, sehr gut. Komplett auch noch ausgestattet natürlich. Es hat integriertes GPS, 3-Megapixel-Kamera, Micro-SD-Slot, dieses AMOLED-Display, HSDPA, UMTS. Durch den entsprechenden Download von Musik bzw. ein Upload ist natürlich HSDPA bzw. UMTS sehr, sehr wichtig in den Telefonen. Die Geräte werden im April, Mai voraussichtlich kommen. Genaue Preisaussagen kann ich bei diesen beiden Telefonen noch nicht sagen. Das nächste große Highlight. Das Omnia HD. Das erste Mal ein Full-Touch-Symbian-Telefon. Omnia HD. HD, wie der Name schon sagt, natürlich kann ich entsprechende Videos in HD-Qualität aufnehmen. Ich kann sie auch über den Ausgang natürlich entsprechend abspielen. Durch das AMOLED-Display passt es natürlich auch ideal, um mir Videos darauf anzuschauen. Es gibt zwei Varianten, einmal in 8 GB, einmal in 16 GB. Es ist GPS mit drin. Ich habe eine 8-Megapixel-Kamera drin. Ist also, wie gesagt, komplett voll gefeatured. Herr Winter, vielen Dank für die Präsentation und wir freuen uns schon auf die Testgeräte. Gerne. Dankeschön. Danke.